Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Spektrum 11. München G-Live zeigt Ihnen einen Film über den GMU, den Gehörlosenverband München und Umland e.V. Wir berichten über Treffen, Veranstaltungen und viele andere Programme, die es dort gibt. Der GMU bietet aber auch Dienstleistungen an. Viel Spaß beim Zuschauen! Die hörende Gesellschaft sieht uns als hilfsbedürftig an, als Menschen, die Fürsorge benötigen. Und da muss wirklich ein Paradigmenwechsel stattfinden, dass wir eben gleichberechtigt sind. Wir haben eine andere Kommunikation. Wir denken eben anders und wir sprechen und reden anders. Aber wir können alles, nur nicht hören. Und das muss die hörende Gesellschaft einfach begreifen. Die Ziele des Gehörlosenverbandes sind, dass den Gehörlosen ein Informationszugang ermöglicht wird, zum Beispiel im Medienbereich, bei Informationsveranstaltungen und bei politischen und Kulturveranstaltungen, dass wir eben teilhaben können. Und dass man auch im Rahmen der Teilhabe als gehörloser Mensch in allen Bereichen dabei sein kann. Der Bereich Bildung ist mir persönlich natürlich sehr wichtig. Wir müssen uns weiterbilden können. Wir müssen vom Kindergarten bis ins Seniorenalter die Möglichkeit haben, unser Wissen zu erweitern. Und dafür müssen wir auch verschiedene Angebote bekommen. Auch die Gebärdensprachdolmetscher sollen dafür finanziert werden, sodass man sein Leben selbst gestalten kann. Das ist mein Wunsch. Ich arbeite im Sozialdienst für Gehörlose für das Münchner Umland, also für die 8 Landkreise um München herum. Ich mache die Sozialberatung für gehörlose Klienten im Rahmen ihrer Alltagsprobleme, wenn sie zum Beispiel Finanzprobleme haben oder Schwierigkeiten mit ihrer Familie.
Da unterstütze ich sie, begleite sie und helfe ihnen. Ich gehe auch mit zu Ämtern. Oder wenn sie zum Beispiel Probleme im Schriftdeutschen haben, dann unterstütze ich sie auch. Ich mache auch Betreuung für Gehörlose, die mit Geld nicht gut klarkommen oder eben sehr große Probleme mit ihrer Familie haben. Da gebe ich ein bisschen Starthilfe, bis sie selbstständig gewisse Dinge klären können. Gehörlose fordern einen ungehinderten Informationszugang. Denn ohne Informationen sind sie von der Gesellschaft abgeschnitten. Noch immer gibt es viel zu wenig Fernsehsendungen mit Untertiteln. Es gibt aber Spektrum 11 und das Engagement von Cornelia von Pappenheim. Spektrum 11 präsentiert Nachrichten aus aller Welt für Kinder wie auch für Erwachsene in Gebärdensprache. Es werden also Videos produziert, die untertitelt und zum Teil auch vertont werden. Und so haben Gehörlose die Möglichkeit, Zugang zu Nachrichten in Gebärdensprache zu erhalten. Denn sie haben häufiger Probleme mit der deutschen Schriftsprache, weil die Gebärdensprache ihre Muttersprache ist, aber eben nicht die deutsche Schriftsprache. Es müssen Angebote sein, wo man auch den Tastsinn einsetzen kann oder das Riechen oder das Schmecken. Und so haben wir einfach gedacht, ein Museum, wo man etwas anfassen kann, etwas berühren kann, ist eine gute Idee. Und so haben wir Kontakt aufgenommen zu diesem Museum, weil wir wussten, dass hier schon einmal eine Führung für Blinde stattgefunden hat. So haben wir einfach gefragt, ob man das einmal ausprobieren könnte, eine Führung für taubblinde Menschen. Frau Dr. Kader hier vom Museum war sehr aufgeschlossen und Frau Dr. Fedder hat die Führung angefangen und durchgeführt. Ich denke, das ist einfach mal ein Anfang, etwas anzubieten.